Meine Damen und Herren, willkommen zur Sondersendung Quo Vadis 2020, Deutschland, wohin gehst du 2020? Wir beginnen. Demonstrieren wird in Schulen zukünftig zum Hauptfach werden. Der letzten Jahre fiel immer mehr der Notendurchschnitt der deutschen Schüler und da sie sowieso 20% ihrer Zeit beim Demonstrieren haben, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man Demonstrieren zum Hauptfach macht. Dadurch steigt natürlich wiederum der Notendurchschnitt. Unterfächer werden dann Tanzen wie Extinction Rebellion. In the surf, I stand sorrowful, hoping for miracles. Denn so werden alle Probleme der Welt auf einmal gelöst. Auch können Schüler nun Protest einlegen, wenn sie sich durch ihre Lehrer reihenweise psychologische Hilfe benötigen, wie im Falle von Bernd Lucke. Die neue grüne Bildungsministerin Annalena Baerbock erklärte dazu, die Schüler sind so perfekt vorbereitet für eine Karriere im Parlament, da sie gute Aktivisten sind und gut demonstrieren können. Sie erklärte weiterhin, es wird auch neue Berufsgruppen und Berufsausbildungen geben, wie Netzkobolde, Berufsaktivisten, Sitzstreiker und Public Shamer. Diese werden dann im öffentlichen Dienst, im gehobenen Dienst eingestellt und können sich somit zu 100% auf ihre Aufgabe widmen. Greta Thunberg wird natürlich deutsche Umweltministerin. Und damit geht es klimatechnisch endlich wieder bergauf. Sie hat auch schon mehrere Ideen, die sie einbringen wird und umsetzen. Fliegen darf man ab 2020 nur noch, wenn man Mitglied bei den Grünen ist. Diese fliegen zwar am meisten von allen, aber sie tun es verantwortungsvoll, im Gegensatz zu allen anderen. Auch das Dieselproblem hat sie flugs gelöst, indem sie den Dieselpreis auf 25 Euro Liter festschreibt. Ein angenehmer Nebeneffekt dabei ist, da nun auch alle Waren im Supermarkt etc. teurer werden durch die Transportkosten, können sich viel weniger Leute Essen leisten. Weniger Essen bedeutet weniger Verpackungsmüll. Weniger Verpackungsmüll bedeutet natürlich wieder weniger CO2 für die Umwelt. Und damit haben wir dieses Problem auch gelöst. Und da sich nun kein Mensch mehr Fleisch leisten kann, auf gut Deutsch gesagt, haben wir natürlich auch hier den Vorteil, dass wir weniger Tiere haben und dadurch weniger Methan produziert wird. Und damit rettet Deutschland nun endlich das Klima. Auch wird 2020 zu 100% komplett auf erneuerbare Energien gesetzt. Das heißt, Strom gibt es nur noch an sonnigen und windigen Tagen. Von anderer Seite ist ebenfalls ein Erfolg für das Klima zu verzeichnen. Der Schuldige für die Klimaerwärmung ist nun endlich gefunden. Wie die AfD erklärte, hängen diese nicht am CO2, sondern an den Afrikanern, die wahrscheinlich immer beim Saunen die Saunatüren offen lassen. Die CDU hat nun die Lösung für die Frauenquote gefunden. In Zukunft werden 40% aller männlichen Führungskräfte sich vor jeder Sitzung als Frau bekennen und dementsprechend auch schminken und damit werden sie diverses und damit ist das Frauenquotenproblem endgültig gelöst. 2020 kommt auch ein neues Gesetz. Dieses haben die Grünen eingebracht. Wenn also zukünftig Fakten Gefühlen widersprechen, gewinnen ab 2020 die Gefühle. Ganz egal, ob sich die Sachen oder Anschuldigungen als wahr erweisen oder nicht. Fakten sind schlichtweg inkompatibel mit der menschlichen Grundwürde, so der Vorsitzende der Grünen. Das haben Richter in ihrem Urteil zukünftig zu berücksichtigen. Es gibt auch neue Erfolge zum Thema Hate Speech. Eine Kommission aus Linken, Grünen, CDU, SPD hat sich hier zusammengesetzt und Folgendes entschieden. Bei Facebook und Co. werden nun alle Sätze, die Wörter enthalten, aber warum? Das halte ich für unklug. Ich bin anderer Meinung. Das sehe ich anders. Oder ich denke. Und Abwandlung daraus sofort und auf der Stelle gelöscht.
Und mit 90% Zensur gibt es dann nur noch eine freundliche Kommentare und das Problem der Hate Speech ist endgültig gelöst. Ebenso gibt es ein neues Kabarettistengesetz, damit ein Dieter Nuhr zukünftig einer Greta zum Beispiel nichts mehr tun kann. Ein durch die SPD gebildetes Gremium kontrolliert und genehmigt vorab zukünftig alle Satirebeiträge. Nur noch Witze, die als freundlich und angenehm eingestuft werden, werden dann noch genehmigt. Ein weiteres Gesetz wird 2020 in Kraft treten. Menschen, die gegenüber anderen Menschen Vorurteile haben, werden nun schlichtweg 5 Jahre in Haft genommen. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt daraus ist, dass im Bundestag nun endlich wieder Ruhe einkehren wird, da die AfD und FDP nun einfach komplett weggesperrt werden, da sie sich ja gegen offene Grenzen ausgesprochen haben und das sind ja schließlich Vorurteile. Und nun widerspricht auch keiner mehr der allgemein vorgegebenen Meinung, die ständig durch ARD und ZDF verkündet wird. Einen Paukenschlag wird es im Jahr 2020 geben, und zwar Angela Merkel tritt 2020 zurück. Damit bin ich am Ende, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Die erste und übergibt an ihren Nachfolger. Wie sie selbst erklärt hat im ZDF, ist Deutschland nun vorbereitet. Auch durch das neue Gesetz zum Entschlüsseln von verschlüsselten Botschaften. Denn die Abhör- und Überwachungsmaßnahmen sind an Alexa, Siri und Co. weitaus besser, als das zu DDR-Zeiten je möglich gewesen wäre. Quasi DDR 2.0. Wie wir bereits in dem Film Krieg der Sterne 9 von den Machern mitbekommen haben, kommt nun auch hier bei uns der alte Imperator wieder und übernimmt die Macht. Erich Honecker wird dazu wieder auferstehen und ob Friedrich Merz nun die Rolle des Bekämpfers des Imperators einnimmt, ist noch nicht bekannt. Da die Gerichte nun mittlerweile aufgrund der vielen neuen Gesetze vollkommen überlastet sind, werden die Urteile zukünftig schlichtweg ohne Gerichtsverhandlung gesprochen. Und jeder, der sich gegen die allgemein gültige vorgegebene Meinung widerspricht, wird schlichtweg festgenommen. Oh, bei mir ist gerade wer gekommen. Oh, meine Herren Polizisten, was kann ich denn für Sie tun? Wie mitkommen? Was meinen Sie mit mitkommen?